Hallo und herzlich willkommen hier zu Sherlock Holmes, The Devil's Daughter, des Teufels Tochter. Es geht weiter hier. Ja, wir sind immer noch im Tempel, in der Vorstellung von Sherlock Holmes. Wie er sich den Tempel natürlich vorstellt, weiß ich auch nicht. Er war ja nie dort. Aber ja, ja gut, wir machen weiter. Ich denke, dass die Brücke hier morsche Bohlen hat. Und mir durch irgendwelche hier einstürzen wird. Aber welche sind kaputt, welche nicht. Okay. Wir müssen einfach nur so schnell wie möglich hier rüberlaufen. Alles klar. Okay. Der nächste, der jetzt hier rüber will, der sollte sich hier an den Seilen entlang hangeln. Hätten wir doch auch machen können. Dann hätten wir die doofe Brücke einfach hier durchbrennen müssen. Oh, was passiert? Nix. Nur einfach mal. Hier ist ein kaputte Tempeltreppe sozusagen. Ne? So, was gibt's hier Schönes? Also ich muss sagen, er hat eine blühende Fantasie. Muss ich wirklich sagen. Ja, Watson konnte sich jetzt aber hier nicht mit zu vorstellen. Ne? So, schau an. Der Schatz von Tekunuman. Statue. Hier ist eine kleine. Wenn ich die wegnehme, dann passiert hier doch bestimmt irgendwas. Aber wir müssen wahrscheinlich erstmal hier was machen. Da haben wir so Strichzeichnungen hier. Und so verschiedene Gesichter. Und da ist auch der Kalender wieder. Der Kalender. Er war hier. Also haben Greystock, Sir Charles und Marley von Anfang an Bescheid gewusst. Ja, aber da konnten sie ja hier ewig weit rein hier, okay. Also hier ist... Wenn man hier falsch liegt, dann wird einem die Hand sozusagen abgestochen. Autsch, das tut aber sicher weh. Kein Schlüsselloch und keine Klinke. Ach ja. Es muss einen Weg hineingeben. Da einen Kopf durchs Gitter stecken. Ja, passiert aber nichts wahrscheinlich. Ja, es gibt einen Weg. Wenn man jetzt hier die Zeichen wüsste, oder vielleicht kommt es auch nicht so sehr auf die Zeichen an, vielleicht kommt es eher auf 1, 2 Punkte und so weiter an. Ich probiere mal, was passiert, wenn ich da hinlang. Das ist die Statuette, die Marley, Sir Charles und Greystock unter sich aufgeteilt haben. Okay. Ja, eigentlich müsste ja alles eingestürzt sein dann, ne? So, wir probieren mal. 1. Ja, passiert nichts. Ja, dann würde ich sagen 2 Punkte. Stufe 2 beim Bügeleisen. Ja, passiert auch nichts. Ist ja alles noch safe. Stufe 3 vom Bügeleisen. Ja, auch noch okay. Wo ist Stufe 4? Da drüben. Na gut, Stufe 4 gibt es meistens kaum mehr, oder? Doch. Ja, auch noch safe. So, was kommt nach 4? Entweder 4 Strich und dann geht's zurück. Oder aber... ersten Strich. Und dann Balken mit Punkt. Naja, probieren wir es aus. Ist falsch, ne? Ne, doch nicht. Balken. Also Balken mit Punkt. Ja, auch noch safe. Balken mit 2 Punkten. Ja, so wie Gesicht, ne? Balken mit 3 Punkten. Hier. Wenn ein Teller sein mit Äpfeln drauf, haha. So, und jetzt haben wir den Balken mit 4 Punkten. Wo ist denn der? Da. Das ist wie eine Dusche umgedreht. So, dann nach 4 Punkten werden 2 Balken kommen, oder? Ja, schätze ich einfach mal.
Master ohne Fehler. Was? Oh. Noch mehr Visionen. Ich glaube, die Szene, wie das hier sein hätte können. Ja, die haben sich da auch dran versucht. Aha, und da hat... Ah ja, jetzt wissen wir alles. Ich glaube, jetzt ist die Vision auch vorbei. Ja, wir haben es jetzt eigentlich zum Schatz geschafft, ne? Oder? Ne, doch, ist. Oder? Doch, ist vorbei. Ne? Doch. Reise in die Fantasie habe ich jetzt hier eine Errungenschaft bekommen, okay. Ja, also da hat praktisch der. Aber wie hat er jetzt wieder geheißen? Ach, wie heißt er denn? Ich weiß es nicht mehr. Da hat der eine eben seinen Arm verloren, weil er da gedrückt hat und es war verkehrt. Er drückt dann auch bei 4 oder sonst so was raus. So, okay. Und da ist er dann zurückgeblieben. Jetzt haben wir hier ein B wieder. So, jetzt können wir wieder was. So, jetzt wissen wir, wie die Arbeitskrankheit hier gekommen ist. So. Jetzt haben wir verbittert. Albert gibt die Schuld an seinem Schicksal den anderen Teilnehmern an der Expedition. Er sinnt auf Rache und könnte sich diesen Berufe, den Fluch für sich nutzen. Albert glaubt, dass er vom Fluch befallen ist. Er will sich an niemanden rächen. Hm, ja, gut, ich kann es mal annehmen. Was passiert dann? Ja, nicht viel. Wenn ich das andere nehme. Ja, ich glaube nämlich, er ist verbittert, weil er eigentlich ja zurückgelassen wurde dann, ne? Da wäre ich schon verbittert. So, dann stimmen aber einige Sachen nicht. Dann stimmt die Story mit dem Sohn auch nicht. So. Hallo. Ach, das hier, Verdächtiger ist klein, ja. Okay. Ja, dann machen wir das. Er schätzt, er denkt zwar, er wäre der Auserwählte. Er hat es zwar am Zettel geschrieben, aber wenn er das eben nicht ist. So, okay. Hm, das geht auch nicht. Ja, und das dann umskillen. Ja, das verstrickt sich jetzt noch viel mehr. Brennende Statue, dann ist das ja wieder verkehrt. Automat. Macht aber auch keinen Sinn. Das bringt auch nichts. Aber dann stimmt das wieder nicht. Ich will sehen, wie sich da was verzweigt, aber Albert lügt. Aber das kann halt absolut nicht sein. Und das kann halt eigentlich auch nicht sein. Unbedingt. Aha. Jetzt kommt nämlich raus hier, Charles ist schuldig hier wieder. Was haben wir hier noch? Stärke. Die Person, die Zacharias Greystock getötet hat, ist körperlich stark genug, um einen kräftigen, genauen Schwerwurf durchzuführen. Mhm. Ja, aber das tut uns ja nicht weiter hier. Warte mal.
Ich will damit was kombinieren, ich will's wissen. Ich habe alle Hinweise verarbeitet. Gut, okay. Das macht aber keinen Sinn. Tja, im Moment denke ich immer noch an den Gießereibesitzer, dass er eben schuld ist, ne? Wenn ich das anmache, dann ist das hier nicht richtig. Da tut sich nichts aus. Ja, jetzt müssen wir den Fall zu Ende bringen. Jetzt müssen wir rausfinden, wer es war. Aber es widerspricht sich dann teilweise hier, ne? Das hier. Dann kommt es mit der Stärke raus. Aha. Ja, weil der hätte ruhig andere Sammlungen. Gut, jetzt haben wir hier aber kein Automat. Das wäre eine falsche Stärke. Also, wenn man denkt, alles Unwahrscheinlichste und man hat alles, was wahrscheinlich ist, beseitigt, dann muss das, was übrig bleibt, das Unwahrscheinlichste, das die Lösung sein. Das ist eigentlich Sherlock Holmes Spruch, ne? Und eigentlich hat ja der andere Typ Furcht vor dem Fluch, ne? Hat ja mit Talisman dazu gemacht, aber er hat zumindest hier so ein Apparat gebaut, ne? Und er hätte jetzt eigentlich auch nicht so viel verraten und so ein Geheimnis drum gemacht. Ne? So. Albeit ist schuldig. Ich sag einfach, er ist es gewesen. Er wurde zurückgelassen im Tempel. Die anderen haben die Statue geklaut. Ne? Weil wir haben bei Albeit zum Beispiel in seinem Zimmer, in seinem Haus, kein Stück der Statue gefunden. Beziehungsweise, es ist nicht ganz richtig. Arbeit war ja nicht. Der war ja unter anderem Name eigentlich. Ja, doch, das Stück, das war dann. Ja, aber ein Stück hat trotzdem gefehlt. Aber das ist jetzt ein bisschen verwirrt hier. Nee, aber das andere war dann Greystones Stück, genau. Und Arbeitsstück haben wir gar nicht gefunden. So war das. Arbeit ist schuldig. Albeit hat einen zwergwüchsigen Komplizen eingesetzt, also nicht unbedingt den Sohn, um die Öffentlichkeit glauben zu lassen, dass Zacharias, Greystock und später die beiden Glücklicher durch den Fluch umgekommen seien. Albeit hat aus Rache getötet, um einen Bein ins Gefängnis. Gnade für Albeit, hat nicht mehr lange zu leben und niemand mehr töten können. Ja, wenn, dann ist es das hier. Ja. Mal schauen, ob wir richtig liegen. Ne? Also ich glaube, das ist es. Das andere ist zu offensichtlich. Auch wenn es in sich stimmig ist, aber es ist zu offensichtlich. Jetzt wollen wir schauen, ob wir korrekt liegen. Kommt jetzt eine Szenerie? Mr. Orbit. Oh, Ihr Sohn ist zu Besuch. Ja, wie Sie sehen. Wir müssen uns unterhalten. Es betrifft auch die Polizei. Verstehe. Gulliver geht zu unserer Nachbarin Mrs. James. Das hier ist nichts für Kinder. Ach, nur eine Sekunde, bitte. Aha.
Was? Ist aber ein alter Sohn. Ein Pygmäe? Wie ich vermutet habe, er brachte ihn aus Brasilien mit. Sie waren dort beide Sklaven und sind zusammen entkommen, richtig? Absolut richtig. Wir sind Kameraden bis zum Tod. Er ist wie ein Bruder für mich. Jetzt ist alles klar. Sie und Ihr Komplize sind schuldig des Mordes an Zacharias Greystoke. Sie mussten für Ihre Taten büßen. Wenn ich Sie doch nur alle erwischt hätte. Aber Gulliver hat nur meine Anweisungen befolgt. Darüber wird das Gericht entscheiden. Aber ich habe so meine Zweifel, ob es Gnade für einen Pygmäen gibt, der Engländer auf dem Gewissen hat. So. Albeit verabscheute seine Expeditionskollegen, weil sie ihn in den Stich gelassen hatten. Der Mord wurde durch seinen Komplizen begangen und sollte mit dem Fluch vertuscht werden. Sie müssen beide eingesperrt werden. Keine Gnade. Gefundene Hinweise 19. Entscheidung prüfen. Alles korrekt. Jawohl. So. Mel, auch wenn er eher krank ist angeblich, ne? Hätte man ja sagen können, Gnade, aber ja, trotzdem beide in Knast und fertig aus. Die haben gemordet, da gibt es keine Entschuldigung. So, bestätigen. Ja, Achtung, und ich beginne ein neues Kapitel, yo. Dann werden wir da mal noch in den neuen Fall reinschnuppern. Jetzt habe ich wieder was bekommen. Der erwachte Golem ist die Errungenschaft, okay. Schein oder Sein, das ist ja die Frage. Ja, nee. Ist ein bisschen anders, der Spruch, aber es hat gerade so gepasst, ne? Ja, mal schauen, wo uns das jetzt hinführt. Ich weiß auch nicht, wie viele Fälle es gibt hier wieder. Und so oft haben wir jetzt diesen Untersuchungstisch von Holmes auch noch nicht gebraucht, ne? Vater, Mr. Orson Wilde ist hier. Ich werde bei Miss Alice übernachten. Was? Schon vergessen? Orson Wilde, du weißt schon, amerikanischer Theaterstar. Er ist zu Besuch und bleibt bei uns. Du hast es vergessen. Nein, nicht das, sondern dass du bei Miss Alice übernachten willst. Ja, richtig. Sie hat es vorgeschlagen. Sie meinte, du würdest sicher nichts dagegen haben. Ablehnen mit einer Ausrede. Eingeschnappt reagieren, andere Lösung vorschlagen, frei widerwillig akzeptieren. Wir machen mal eine andere Lösung. Warum bleibst du nicht bei Mrs. Hudson? Aber Miss Caitlin hat mehr mit Miss Alice gemeinsam und sie verstehen sich so gut. Mrs. Hudson, Mr. Wilde ist hier, um den Charakter von Vater für sein nächstes Stück zu studieren. Und er wird nicht enttäuscht sein, oder? Vater ist so dickköpfig. Ich fasse es nicht. Der große Sherlock Holmes. Ich bin mir sicher, dass wir mit unseren beiden Gehirnen... Gehirnen? Okay, Profilstudie. So, was haben wir denn hier Schönes? Die Charakteranalyse. Hier am Kopf ist ein Halstuch. Halstuch. Folgt den neuesten Trends. Aha. Was ist das? Amerikanische Flagge. Amerikanischer Stolz will auffallen. Eventuell Stolz. Das kann aber nicht richtig sein unbedingt. Tobacco. Britische Zigarettenmarke. Sherlock Holmes Liebensmarke. Okay. Orson Wilde. Eingravierter Name, personalifizierte Stiefel. Taschenspiegel. Selbstverliebt oder Schauspielerwerkzeug. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht ist er tatsächlich selbstverliebt. Ja, ich sag mal, das ist richtig. Abgeschlossen.
Die war anscheinend korrekt. Der noch nicht ganz 30 Jahre alte Orson Welles ist ein Star der amerikanischen Theaterszene und ist nach London gekommen, um sich auf die Rolle des Sherlock Holmes vorzubereiten. Es ist möglich, dass er sein Studium bereits vorher begonnen hat. Er raucht dieselbe Tabaksorte wie Holmes. Er ist narzisstisch veranlagt und folgt den neuesten Modetrends. Er betrachtet sich selbst gerne im Spiegel. Die Anstecknadel an seinem Revers beweist seinen amerikanischen Stolz. Mr. Wilde, Ihr Zimmer. Reizend. So eine faszinierende Stadt. Wir müssen reden. Lieber nicht. Du wirst wieder verärgert sein. Wiedersehen, Mr. Wilde. Warum schläft die bei der anderen, tut sie? Ist es schon 5 Uhr? Ich denke, ich werde Mrs. Hudson um eine Tasse Tee bitten. Okay. So, Tab. Finden Sie mehr über Orson Welles heraus. Okay. Können wir das in unseren Archiven nachblättern? Zeitungsberichte? Mein Archiv. Nö. Ich kann bei Bedarf... Mein Archiv. Mhm. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Mein... Ja, wir können jetzt ins Zimmer rein. Doch, das mit der Tochter immer, diese Entscheidung, das ist eh immer komisch. Da hängen jetzt ein Haufen Bilder auch drin. Oh, Wild, okay. Was haben wir denn hier schönes? Schallplatten? Lippenstift oder sowas? Oder Schminke halt? Wild hat alles für eine perfekte Tarnung. Brauchen Schauspieler all das? Wissen wir nicht. Da ist ein Symbol drauf. Ich nutze die gleichen Make-up-Pinsel. Aha. Interessant, woher das weiß. Oh, Gesichtspuder von exzellenter Qualität. Ja, hast dieselbe Marke, ne? Haare? Ne, das hier. Das ist Theaterschminke. Aha. Da ist ja mein Hut. Vater? Ich probiere gerade... Du hast da etwas im Gesicht. Ist das etwas Schminke? Kann schon sein. Ich probiere gerade meine Masken aus. Oh. War nicht so toll, dass die jetzt nochmal zurückgekommen ist. Nein, nicht anfassen! Ja, schön. Ah, Mrs. Hudson. Mit dem Tee. Unbekannte Schritte, Absätze, in Eile, unentschlossen, neue Nicht Klientin. Ganz. Wir bekommen Besuch von einer Dame, die recht ratlos zu sein scheint. Guten Tag, Gentlemen. Mein Name ist Mary Sutherland. Ich komme zu Ihnen, Mr. Holmes, weil ich alles dafür geben würde, zu erfahren, was aus Mr. Hosmer Angel geworden ist. So ungeduldig, Miss Sutherland. Mr. Hosmer Angel ist verschwunden. Und mein Vater, Mr. Windybank, unternimmt nichts. Das macht mich so wütend. Okay, natürlich werden wir erstmal eine Studie machen an ihr. So, die Augen und die Nase. Was ist an der Nase? Abdruck. Trägt oft eine Brille. Ja, das scheint aber... Das hat dann aber schon... Dann passt die nicht richtig, wenn die so Abdrücke hinterlässt. War noch irgendwas? Das ist eine Brosche. Sehe ich aber nicht richtig. Teure Brosche will auffallen, sie ist reich. Sag mal reich. Na, das wäre so eine Entscheidung. Warum soll die auffallen wollen? Das ist halt auch so eine Sache, ne? So. Da irgendwas verdächtig. Die Schuhe? Unterschiedliche Schuhe? Hat ihre unterschiedlichen Schuhe nicht bemerkt? Okay. Das ist ja dann
ganz merkwürdig. Warte mal so rum. Da hat sie noch einen Ringle. Verlobungsring oder ein Familienerbstück. Das ist schwer zu sagen. Sieht so ein Verlobungsring aus? Ich habe null Ahnung. Okay, Analyse bestätigen. Ist mir jetzt egal. War anscheinend korrekt. Sonst wäre falsch gekommen. Mary Sutherland ist eine gutmütige Frau im Alter von 25 Jahren. Sie hat ziemlich schlechte Augen. Sie hat nicht bemerkt, dass sie zwei unterschiedliche Schuhe trägt. Mary ist eine wohlhabende junge Dame. Sie ist verlobt. Okay, dann habe ich das richtig gedeutet. So, das ist abgeschlossen. Mehr können wir nicht rausfinden. Schade. Lösen Sie Mary Sutherlands Fall. Ja, schön. Ich habe gedacht, das wäre jetzt mit dem zusammen. Warum ist da eigentlich eine Bombe abgebildet? Keine Ahnung. So, Vater. Mr. Windybank ist sicher Ihr Stiefvater, da Ihre Namen nicht gleich sind. Stimmt, ich nenne ihn Vater, auch wenn er kaum älter ist als ich. Ihre Mutter ist noch am Leben? Oh ja, aber ich war nicht begeistert, als sie so schnell nach dem Tod von Vater wieder heiratete. Und dann noch einen so viel jüngeren Mann. Naja, wenn es Liebe ist. Vermögen. Haben Sie ein eigenes Auskommen? Ja, ich habe geerbt. Von meinem verstorbenen Onkel Ned in Auckland. Dann haben Sie natürlich alles, was man sich wünschen kann. Nun, ich lebe bei meiner Familie und will ihr nicht zur Last fallen. Daher verfügt sie über das Geld. Aha. Und jetzt mal zu Hosmer Angel. Was verbindet Sie mit diesem Mr. Hosmer Angel? Ich lernte ihn auf einem Ball kennen. Mr. Windybank wollte nicht, dass Mutter und ich hingehen. Er möchte nie, dass wir ausgehen. Aber auf den Ball wollte ich unbedingt. Zum Glück musste er geschäftlich nach Frankreich reisen und konnte so nichts dagegen tun. Und da lernte ich Mr. Angel kennen. Danach trafen wir uns wieder und gingen öfters zusammen spazieren. Aber dann kam Vater zurück und wir hörten auf, uns zu sehen. So, nicht ausgehen. Warum möchte Ihr Stiefvater nicht, dass Sie ausgehen? Nun ja, er mag das nicht. Er ist der Meinung, dass eine Frau im Kreise ihrer Familie glücklich genug sein könne. Ja, Verabredung. Wollte Mr. Angel Sie danach nicht mehr wiedersehen? Nun, Vater wird in einer Woche wieder verreisen. Und Hosmer schrieb mir, dass es wohl besser wäre, wenn wir uns nicht sehen würden, solange Vater noch da ist. Danach hörte er auf zu schreiben. Okay, aber verlobt sind Sie, oder? Sie sind verlobt? Oh ja, gleich nach unserem ersten Spaziergang haben wir uns verlobt. Ging auch schnell. Wie ist die Adresse? Wie ist Mr. Angels Adresse? Das weiß ich nicht wirklich. Seine Briefe habe ich alle an ein Postfach in der Leadenhall Street geschickt. Also gut. Also ein wenig anonym, ne? Andere Details, also müssen wir rausfinden, wem das Postfach gehört. Können Sie mir noch irgendetwas über Mr. Angel erzählen? Er ist sehr schüchtern. Er geht lieber abends mit mir spazieren, um Diskretion zu wahren. Ich habe eine Vermisstenanzeige in der Zeitung aufgegeben. Hier haben Sie eine Kopie und einen Brief von ihm. Ah, ein Liebesbrief. Ja, verstehe. Wie ich vermutet habe, das bestätigt meine Schlussfolgerungen. Welche Vermutungen, Mr.? Mr. Wild. Holmes, sagen Sie es ihr. So, okay. B, alles klar, wir können wieder was deduktieren. Mehr aber herausfinden ist abgeschlossen. So, den Fall lösen. Ein Liebesbrief. Wollen Sie ihn nicht lesen, Holmes? Ja, doch. Wo ist der Brief? Das ist die Times. Wo ist jetzt der Brief? Er hat ihn doch uns aus der Hand geschnappt hier, oder so ganz schnell aus der Hand geschnappt. Ein Lieb. Ich kann den doch nicht lesen, du Knallerbse, du. Weil ich ihn nicht hab. Echt Knallerbse. Dann lese ich halt die Times, so, ist mir jetzt egal. Mysteriöses Drama in London. Unter der Times-Lage, aber egal, wir lesen auch mal die Vermisstenanzeige.
Öffentliche Anzeige vermisst. Ein Gentleman namens Holmeser Angel ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Mr. Angel ist ca. 5 Fuß 7 Zoll groß sowie kräftig gebaut und hat eine blasse Haut. Seine Haarfarbe ist schwarz. Er trägt einen buschigen Backenbart und ein Schnurrbart. Für gewöhnlich trägt er eine getönte Brille. Das letzte Mal wurde Mr. Angel in einem schwarzen Seiden-Gi-Rock, einer schwarzen Weste sowie einer grauen Harris Tweed-Hose gesehen. Er arbeitet in einem Büro in der Leadenhall Street. Bitte melden Sie sich umgehend, sollten Sie Informationen zu seinem Verbleib haben. Hinweise mit Hilfe derer dieser Gentleman gefunden wird, werden fürstlich belohnt werden. Alles klar. So, dann die Zeitung. Der Brief. Meine geliebte Mary, sorge dich bitte nicht. Glaubst du etwa, ich sage etwas zu deiner Familie, die nicht das geringste von Liebe versteht? Wir hatten eine wundervolle Zeit zusammen, als dein Vater in Frankreich war. Oder nicht? Viel zu wenig Zeit, aber genug für mich, um zu wissen, dass du die Liebe meines Lebens bist. Von jetzt an möchte ich keine Sekunde ohne dich verbringen. Nichts wünschte ich mir sehnlicher. Ich liebe dich über alles und warte ungeduldig darauf, dass dein Stiefvater wieder verreist, damit wir uns endlich wiedersehen können. Holmeser Angel, okay. Wieso kann ich hier überspringen? Ansehen. Das ist seltsam. Der Liebesbrief wurde getippt. Das ist schon merkwürdig. Wir hatten eine wundervolle Zeit zusammen, als dein Vater in Frankreich war. Ich warte ungeduldig darauf, dass dein Stiefvater wieder verreist. Miss Sutherland traf Holmeser Angel nur dann, wenn ihr Stiefvater fort war. Ja, aber Moment mal, da hat es gleich Vater und da Stiefvater. Das ist doch auch schon merkwürdig, oder? Was ist denn das? Hopper and Son, London. Gute Papierqualität, recht glatt. Ach so, Gewöhnliche Tinte, nichts Besonderes. Sonst noch was? Ne, sonst können wir ja hier. Holmeser Angel hat den Brief nicht unterschrieben. Ja, was auch merkwürdig ist. Sehen wir uns diesen Brief genauer an. Das Ö sieht komisch aus. Einige Buchstaben weisen spezifische Druckfehler auf. Miss Sutherland, haben Sie noch weitere Briefe von Mr. Angel? Leider nein. Aber ich habe einen Brief von meinem Vater aus Paris dabei. Hier. Okay. Auch dieser Brief ist maschinengeschrieben. Aber er ist unterschrieben. Das ist die Unterschrift des Stiefvaters? Okay, liebe Mary, ich habe die Gelegenheit gefunden, dir diesen kurzen Brief zu schreiben und hoffe, dass es dir und deiner Mutter gut geht. Frankreich ist reizend, aber hier ist es auch nicht anders als sonst wo. Überall Halunken, die ihren Frauen etwas vormachen und sie schlecht behandeln. Heutige Männer sind so ehrlos, sie zögern nicht, jemand das Herz zu brechen. Ich hoffe, du bist eine folgsame Tochter und kümmerst dich um deine Mutter und hörst auf meinen Rat, zu Hause zu bleiben. Ich bin bald zurück, dein Vater. Warum kann ich das markieren? Ich hoffe, du bist eine folgsame Tochter. Meinen Rat, zu Hause zu bleiben. Der Stiefvater will, dass seine Tochter zu Hause bleibt. Ja, gut. Was können wir noch feststellen? So, das ist auch... das kann man so schlecht immer lesen. Handmade. Recht gewöhnliches Papier, von hellgelber Farbe. Also nicht so gutes. Gewöhnliche Tinte, nichts Besonderes. Sehen wir uns diesen Brief genauer an. Da ist auch, also es wurde mit derselben Maschine geschrieben. Das ist auch komisch, ja? Einige Buchstaben weisen spezifische Druckfehler auf. Beide Briefe weisen Buchstabenfehler auf. Untersuchen wir sie genauer. Ah, ja. Ja, und jetzt? Wie soll ich denn... Ja gut, hier steht meine geliebte Mary, ne? Dieser hier ist fehlerhaft. Familie. Warte mal, da müsste das F ja auch. Aha. In beiden Briefen weist derselbe Buchstabe denselben Fehler auf.
Da liegt es an der Maschine, oder? Zeit. Ja, natürlich auch. Ist eh hier verkehrt? Nee. Ist Ü? Noch ein fehlerhafter Buchstabe. Warte mal, haben wir hier irgendwo ein Ü? Hör zurück. Ja, ist auch. Und auch hier gibt es eine Übereinstimmung. So. Wissen, lalala. So, Ö. Noch ein fehlerhafter Buchstabe. Bei den Umlauten ist es gleich auffallend anscheinend. So, Hörst. Und auch hier gibt es eine Übereinstimmung. Aus den Buchstabenfehlern kann man schließen, dass diese Briefe auf derselben Schreibmaschine entstanden sind. Jupp. Hätte ich auch gesagt. Gut. Ja, Leute, so viel erstmal dazu. Ich würde sagen, hier machen wir einfach mal wieder einen Cut. Ne? Jetzt haben wir auch in den Fall schon ein bisschen reingeschnuppert. Gilt zwar noch um den alten, weil wir den alten ja jetzt hier abgeschlossen haben. Und in der nächsten Folge wird es natürlich sein oder scheint sein. Ich sage auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, mehr gibt's denn und ja, schaut wieder dabei. Seid einfach wieder dabei, wollte ich sagen. Tschüss, sagt euer Lego.